90 Jahre Bestandsjubiläum feiert heuer die Bundesmusikkapelle Reit bei Kitzbühel. Deshalb wurde sie mit der Ausrichtung des Bezirksmusikfestes des Brixenthaler Blasmusikverbandes beauftragt. 3 Tage lang wurde dieser Festakt feierlich zelebriert. Am Sonntag, den Höhepunkt der Veranstaltung, fanden sich 12 Musikkapellen mit über 500 Musikern ein. Und nach einer bewegenden Feldmesse wurde zum Festumzug aller Musikkapellen, Abordnungen und Festwegen geladen. Ein farbenprächtiges Spektakel mit einer selten dagewesenen musikalischen Umrandung. Ja, die Musikkapelle Reit feiert ihr 190-jähriges Bestandsjubiläum. Und ich als Bezirksobmann und Reiter, eigentlich gebürtiger Reiter, bin ganz stolz, dass wir das miteinander mit einem großen Bezirksmusikfest feiern dürfen. Danke für die ausgezeichnete Ehrensalbe. Bitte, Herr Landeshauptmann. Herr Landeshauptmann, ich bitte Sie, mein Landesrat, mein Bürgermeister, mein Bezirksobmann, Obmann und Kapellmeister von Reit, die Front abzuschreiten. Jawohl. Danke. Bitte um weitere Befehle. Ja, herzlichen Dank für den landesüblichen Empfang und mit der Feldmesse beginnen. Jawohl, mit der Feldmesse beginnen. Wenn diese heilige Messe von 11 Musikkapellen musikalisch umrahmt werden, von 4 großartigen Sängern und einem exzellenten Kapellmeister, so tut das eigentlich gut, wenn man so in einen Sonntagmorgen hineinbegleitet wird. Das Bezirksmusikfest findet ja jedes Jahr in einem anderen Ort statt. Welche Bedeutung hat denn dieses Fest allgemein für alle Musikkapellen? Ja, das ist einmal erstens der Mittelpunkt und der Höhepunkt ist die Festmesse, der Festakt. Beim Festakt werden alle geehrt, die besondere Würdigung um die Blasmusik verdienen werden geehrt. Und natürlich ist auch das kameradschaftliche Zusammenkommen ganz wichtig, denn untereinander muss die Jugend will sich treffen und auch die älteren Männer sitzen da gerne auf dem Raja. Ich bin heute schon sehr lange unterwegs, vom tiefen Tiroler Oberland
hierher in das wunderschöne Unterland bei prächtigem Wetter. Und da kann man mit Fug und Recht behaupten, wir leben schon in einem wunderschönen Land. Und sagen wir es ganz deutlich, die Tradition in unserem Land Tirol trägt dazu sehr viel bei, dass wir eine wunderbare Lebensqualität haben. Wir haben eine Tradition in unserem Land Tirol, unvergleichbar in der gesamten Welt. Und auch auf diese Tradition haben wir zu schauen. Auf unsere Schützenkompanien, auf die Sänger, auf die Trachtler, auf die Traditionsvereinigungen und natürlich insbesondere auf die Musik. Wir haben eine Musikkapellendichte in unserem Land Tirol weltweit die größte. Wir haben mehr Musikkapellen als Gemeinden. Und da sieht man schon, was das für einen Wert in unserem Land Tirol ist. Für die Feldmesse heute hättet ihr fast keinen besseren Rahmen finden können. Traumhaftes Wetter hat geherrscht. Wie hast du diese Messe empfunden für dich? Ja, für mich als Bezirksobmann ist sehr beeindruckend. Und gerade der Blick von der Bühne zu den Musikkapellen entschädigt eigentlich für die ganze Arbeit und für den Einsatz auch für den Bezirksverband. Also ich habe eine Riesenfreude gehabt mit dieser Festmesse, mit dem Festakt. Und dieser Hintergrund, das war fantastisch. Ja, war wunderschön heute natürlich bei diesem großartigen Wetter mit dem Kaiserblick, den wir gehabt haben. Und dann eine wunderbare Predigt. Der Pfarrer ist ja aus sich herausgegangen, indem er so das Verhältnis und die Beziehungen hergestellt hat zwischen den Menschen und die Musik und hat da sehr profiliert gesprochen, dass das Flügelhorn, die Töne sitzen müssen und die Tuba brummt und so weiter. Also das war eine wunderschöne Feldmesse. Aber was natürlich ganz besonders toll war, war die musikalische Umrahmung. Die musikalische Umrahmung mit 11 Musikkapellen, 500 Musikantinnen und Musikanten, die gemeinsam musiziert haben, 4 Sänger und ein großartiger Bezirkskapellmeister. Es hat einfach gut getan, dass man mit dieser Feldmesse, mit dieser musikalischen Umrahmung hier in dieser wunderschönen Gegend in einen Sonntagmorgen hinein begleitet wurde. Also ich bin natürlich auch ein Musikant und die Musik hat in meinem Leben schon eine große Rolle gespielt und wird auch immer wieder so sein. Musik ist eigentlich Lebensfreude in einem Land. Und wenn man sich anschaut, dass man musizieren kann in der gesamten Welt, dass alle Menschen verstehen, da braucht es keine Übersetzung, dass Musik verbindet, völkerübergreifende Verbindung gegeben ist, Barrieren überwindet, so ist einfach Musik etwas, wo man einfach sagen kann, durch die Musik kann man sich den Staub des Alltags von der Seele waschen lassen. Und deshalb freue ich mich, dass wir über 300 Musikkapellen in unserem Land Tirol haben, mehr als wir Gemeinden, eine Musikdichte weltweit, die größte, also wunderbar und schön, was diese Musikantinnen und Musikanten leisten, sieht man heute beim Bezirksmusikfest hier in Rheinberg-Kitzbühel in besonderer Maße. Yeah.
Arbeit gab es jede Menge in den letzten Wochen und Monaten für die Musikkapelle Reit, denn die haben ja nicht nur den heutigen Tag organisiert, sondern ein richtiges Fest, 3 Tage lang. Kannst du für uns ein bisschen zurückblicken auf die letzten Tage? Ja, ich glaube, ich habe selber auch Musikfeste organisiert und die Arbeit geht schon ein Jahr vor, dass der Termin feststeht, geht die Arbeit schon los. Und es ist wirklich sensationell, welchen Einsatzwillen die Musikanten bei so einem Musikfest brauchen. Es ist auch die Vorbereitung und auch die Nachbereitung muss noch alles erledigt werden. Und ich glaube, jeder atmet durch, wenn dieses Festzelt wieder weg ist und verladen ist. Dann gibt es Feiern, aber zum Feiern ist man meistens zu müde. 190 Jahre ist sie alt, die Musikkapelle Reit, ein stolzes Alter. Was wünschst du dir jetzt als Reiter eigentlich für die Zukunft der Musikkapelle Reit? Ja, dass sie genauso in kameradschaftlicher und musikalischer Hinsicht genauso weiterarbeiten wie bis jetzt. Sie ist auch eine Top-Musikkapelle in unserem Bezirk, auch musikalisch top drauf. Die Jugendarbeit funktioniert gut. Wir haben einen sehr guten Obmann und Kapellmeister. Und Helmut Opper ist auch mein Stellvertreter im Bezirk. Und er ist auch ein hervorragender Mitstreiter auch im Bezirk.